Nachdem wir jetzt in den Thermalquellen waren, die allerdings nicht wirklich heiße Quellen waren, sondern es war so lauwarm, würde ich sagen, natürlich wesentlich wärmer als der Fluss, der nebenan geflossen ist. Das ist natürlich auch schon ein cooles Gefühl irgendwie. Wir sind durch den kalten Fluss durchgewartet und konnten dann in den Becken schön uns entspannen. Sind wir jetzt eine Nacht dort geblieben, fahren jetzt gerade weiter und sind unterwegs jetzt nochmal kurz angehalten, um Wasser aufzutanken, denn auch der Wassertank muss natürlich immer wieder befüllt werden. Und ja, wo es dann hingeht, seht ihr auf jeden Fall im Folgenden. To see me right now. So love me long, but love me out now. Just love some. You just gotta love some. You just gotta love some. Wir sind in Griechenland. Woo! Wir haben einen Platz gefunden direkt hinter der Grenze, direkt am Wasser. Dieser Platz ist wirklich unglaublich schön. Hier haben wir jetzt 3 Nächte verbracht und heute geht es jetzt weiter zum Einkaufen. Wir fahren zu Lidl und dann auch einmal nach Igoumenitsa rein und dann wird der nächste Platz angefahren. Und ich glaube, ich habe mich noch nie auf einen Einkauf so sehr gefreut wie heute. Denn in Albanien gab es immer nur wirklich so kleine Supermärkte und manchmal gab es auch nicht mal Obst oder Gemüse. Ja, und irgendwie hatten wir unseren Kühlschrank nie voll und wir haben immer nur irgendwie alle 2 Tage mussten wir einkaufen, weil wir immer nur von Tag zu Tag sozusagen eingekauft haben, weil wir irgendwie so schlechte Auswahl hatten, zumindest für uns. Ja, deswegen freuen wir uns jetzt sehr auf einen großen Supermarkt und auf Lidl, wo wir dann heute nochmal richtig fett einkaufen werden. Unsere Nacht war heute leider nicht so gut. Zoe befindet sich im 8. Sprung. Der soll wohl sehr krass sein. Und das merken wir auch. Also am Tag ist alles super, aber sobald es ins Bett gehen soll und sie die Augen schließt, ist sie total unruhig und weint mit Augen zu. Ja, und von daher war ich heute Nacht mit der Trage draußen und habe dann heute Nacht im Sitzen geschlafen mit ihr. Aber egal, solche Tage gibt's auch. Und ja, wird schon. Einfach mal Mittagsschlaf machen. Oder mal schauen, was der Tag so bringt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Eine ganz, ganz schreckliche Sache, die hier an dem Platz noch aufgefallen ist bzw. passiert ist, möchte ich euch gerne zeigen. Es ist, glaube ich, irgendwie eine Sache, ja,
die will man nicht so gerne zeigen und auch nicht gerne sehen. Ich spreche auch absolut eine Triggerwarnung aus, spult ein bisschen vor, wenn ihr das nicht abkönnt, denn, wie soll ich sagen, wir haben tatsächlich eine tote Schildkröte, eine große Wasserschildkröte hier gefunden, beziehungsweise sie wurde angespült, natürlich in irgendeiner Form irgendwie ein Netz drum oder eine Sehne um den Hals und um die eine Flosse sozusagen. Und ich zeige euch das jetzt ganz, ganz kurz nur und möchte einfach darauf nochmal aufmerksam machen, dass ja, ihr wieder mal mit dem Müll und allem, was ihr so liegen lasst, nichts Gutes tut auf jeden Fall. Das ist genauso wie mit dem Feuer. Wir hatten ja in Kroatien tatsächlich, dass wir so einen kleinen Flächenbrand mitgekriegt haben. Und hier ist es einfach nur, einfach um darauf hinzuweisen, dass ihr einfach euren Müll mitnimmt. Es ist wahrscheinlich sowieso von den Fischern oder von irgendwem hier, aber trotzdem soll es einfach ein Beispiel dafür sein, dass es einfach nicht gut ist, wenn ihr euren Müll liegen lasst. Ratet mal, was wir für diesen Einkauf ausgegeben haben. So voll war unser Einkaufswagen noch nie. Am Ende des Videos blenden wir euch dann den Betrag ein und wir sind gespannt, ob ihr richtig liegt. Die letzten zwei Tage standen wir wieder an einem unheimlich schönen Platz. Hinter mir Fridolin, zwischen den Bäumen hier direkt am Meer wieder. Da vorne ist eine Surfschule, die hatte jetzt nicht mehr auf. Wir haben ja schon wirklich nach der Saison da auf der Seite ist eine Taverne, wo wir essen waren, wo es richtig nett war. Ganz, ganz klein hier, alles super nett. Wir haben auch gefragt, ob wir stehen dürfen. Hier stehen auch noch ein, zwei andere Camper. Richtig, richtig schön. Also wir lieben Griechenland irgendwie. Wir waren ja Ende 2020 bis 2021 auch schon in Griechenland und wir haben uns schon sehr, sehr drauf gefreut und es ist nach wie vor so, ja, wir können nur sagen, Griechenland bisher super cool. Wir sind ja noch ganz am Anfang und werden noch ein bisschen was erkunden. Jetzt fahren wir zu einem speziellen Ort und zwar, das haben wir noch nie gemacht. Allerdings hatten wir mal Lust drauf, weil Zoe hat morgen Geburtstag, also am 5. November hat sie Geburtstag. Und wir haben uns überlegt, wir wollen in eine Immobilie gehen. Das heißt, wir haben über Airbnb eine Immobilie gemietet. Alex und Marie sind auch am Start. Alex muss nämlich eine Woche arbeiten, auch während seiner Elternzeit. Und das passte einfach perfekt. So haben wir jetzt auf Lefkada oder in Lefkada eine kleine Immobilie gemietet. Und ja, wir freuen uns sehr. Mal gucken, was die Umstellung sagt. Und euch nehmen wir natürlich mit hin. Sieht richtig süß aus, aber wie es genau da aussieht, zeige ich euch dann. So ihr Lieben, jetzt waren wir 7 schöne Tage in einem Airbnb. So eine kleine Mühle war das, die umgebaut wurde zu einer Wohnung. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Direkt davor war auch ein Pool. Der Besitzer bzw. Vermieter war super nett. Wir haben da noch ein Päckchen empfangen und sowas alles. Das war richtig, richtig gut. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir sind jeden Tag, glaube ich, in die Stadt gefahren. Haben das mal einfach genutzt, um ja, ein bisschen Urlaub zu machen. Hatten wenig die Kamera dabei. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Wir haben noch mal ein paar Aufnahmen von dem Umfeld des Airbnbs gemacht. Und eine Sache muss ich aber auch mal dazu sagen. Wir waren ja mit Alex und Marie und ihrem Sohn zusammen in dem Airbnb. Und das Ganze haben wir uns ein ganz bisschen anders vorgestellt, denn das Airbnb war relativ klein, die Schlafzimmer waren genau gegenüber sozusagen und ja, da die Kinder einen bisschen unterschiedlichen Schlafrhythmus haben, haben die sich so ein bisschen gegenseitig immer geweckt und so. Das heißt, wir haben keine Nacht in dem Airbnb verbracht, sondern wir haben draußen geschlafen im Camper, aber war so auch überhaupt kein Problem, also wirklich gar keinen Stress.
Ich meine, wir leben in dem Fahrzeug, also ist das auch kein Problem. Wir haben das Airbnb dann genutzt zum Aufenthalt und natürlich den Pool ausgiebig genutzt. Und ja, jetzt sind wir Richtung Thessaloniki unterwegs, denn dort wird Marie uns besuchen. Das ist Julies Schwester, die kommt mit dem Flugzeug tatsächlich dahin. Da werden wir sie beim Flughafen abholen. Aber jetzt werden wir nochmal ein, zwei Zwischenstopps machen. Und auf dem Weg zu unserem ersten Zwischenstopp haben wir jetzt was entdeckt, da mussten wir einfach anhalten. Einmal im Hintergrund seht ihr schon Intersport. Julie braucht unbedingt neue Schuhe. Und was wir gesehen haben, hier gibt's IKEA. Da müssen wir einfach mal reinstiefeln. Hier gibt's auch noch sämtliche andere Supermärkte. Da gehen wir auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wir sind einfach gerne so in Supermärkten unterwegs. Das klingt ein bisschen komisch, aber wir stöbern ganz gerne mal. Und bei IKEA haben wir jetzt auch tatsächlich noch einen Plan, dass wir noch was besorgen für den LT. Und ja, dann soll es auch schon direkt weitergehen.